Zunächst mal bin ich sehr positiv beeindruckt von der Regierungserklärung. Es wurden wesentliche Themen unserer Region angesprochen, so zum Beispiel die touristische Infrastruktur, die dringend Investition und Weiterentwicklung bedarf. Hier wurde eine Offensive bayernweit angekündigt und das wird sicherlich auch in der Rhön, sowohl der bayerischen wie auch länderübergreifend, Niederschlag finden. Und das passt genau zu unseren Bestrebungen, den Tourismus in der Region, die Destination Rhön und die Marke Rhön weiterzuentwickeln. Insofern sind wir da genau auf der Linie und erhoffen uns entsprechende Impulse. Ein zweiter Punkt, der für uns sehr wichtig ist, ist das Thema, wie geht es weiter mit dem Biosphärenreservat? Und hier können wir mit dem Biodiversitätszentrum sicherlich eine Weiterentwicklung des Biosphärenreservats erwarten, eine deutliche Aufwertung, mehr Forschung, mehr wissenschaftliche Arbeit und damit auch eine stärkere Wahrnehmung des Biosphärenreservats Rhön, ja, regional und überregional, also auch eine sehr positive Entwicklung und sicherlich auch im Hinblick auf die Diskussionen rund um das Thema Nationalpark ist es eine Entscheidung, jetzt zu sagen, wir stellen das Thema Nationalpark zumindest weit zurück. So hat es formuliert der Ministerpräsident. Und damit, glaube ich, können wir hier in Ruhe weiterarbeiten an der Entwicklung der Rhön als Biosphärenreservat, als überragender, als herausragender Naturraum. Und das bewerte ich auch sehr positiv. Ja, das Thema Nationalpark, das hat sich ja gezeigt, das war bayernweit überall sehr schwierig. Auch bei uns in der Rhön und es hat doch zu einer gewissen Spaltung der Bevölkerung geführt und das ist für eine Entwicklung einer Region, eines Landkreises sehr schwierig. Insofern glaube ich, hat man mit der deutlichen Aufwertung des Biosphärenreservats, mit der Schaffung eines Biosphärenzentrums, einer Biodiversitätszentrums die Chance, hier die Rhön weiterzuentwickeln, den Naturraum nochmal deutlich besser zu positionieren und auf der anderen Seite vielleicht auch wieder diejenigen, die mit dem Ergebnis jetzt nicht zufrieden sind, weil sie einen Nationalpark wollten, dennoch wieder zusammenzubringen mit denen, die dem Thema kritisch gegenüberstehen. Und ich glaube, insofern ist es auch eine gute Entscheidung für die Rhön.